Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema richtig aufrücken. Im Nachgang werde ich auch noch mal eine kleine Fehleranalyse zu dem Gameplay hier machen. Aber bevor ich mich jetzt wieder so lang verhaspel, würde ich sagen, legen wir mal direkt los. Richtig aufrücken ist eine Sache, da braucht man natürlich auch ein Stück weit Erfahrung. Und vor allem das Wichtigste, um das hinzubekommen, ist die Informationen auf der Minimap. Also nicht nur auf die Minimap zu schauen, das ist ja generell schon mal extrem wichtig, sondern die Informationen, die auf der Minimap vorliegen, dass man die richtig interpretiert und dann eben seine Schlüsse daraus zieht. Ich kommentiere jetzt einfach mal nur die Informationen auf der Minimap und dann seht ihr, wann hätte das Team richtig aufrücken müssen. Ich klammer jetzt mal vollkommen aus, was unsere Top-Tier-Heavies machen. Dazu komme ich dann in der Fehleranalyse. Also so wie das Team jetzt gefahren ist, wäre es so oder so eine Niederlage geworden. Aber nichtsdestotrotz geht es um das Thema richtig aufrücken. Und das, also da sind zwei Sachen grundlegend falsch gemacht worden. Die Top-Tier-Heavies sind links auf die Flanke gefahren und haben dann noch viel zu lange Zeit verstreichen lassen, um dann halt eben richtig aufzurücken. Also, der Light fährt hier durch die Mitte. Das heißt, in der Mitte kann nichts sein. Ich versuche jetzt hier bis zur F-Linie hoch aufzumachen. Ihr seht ja, wie mein Zielkreis geht. Es ist ein 8er Light im Spiel, der kann mich easy outspotten, deswegen war ich hier noch ein bisschen vorsichtig. Und jetzt jodelt unser Light auch noch hier runter. Das heißt, der ist links von der Ridgeline eben gewesen. Und das bedeutet, dass auf der 1er-2er Linie mindestens mal bis E oder sogar noch höher kann kein Gegner sein. Das heißt, die Heavys, die jetzt unten stehen auf der JK-Linie, hätten schräg diagonal entweder, also nicht die Top-Tier-Heavys, wohlgemerkt, die hätten gleich in die Schlachtergasse gemusst, aber die anderen hätten bis mittig auf die 4er-5er Linie an diese Ridgeline aufrücken müssen. Ich zeige in der Fehleranalyse nochmal ein bisschen besser, wo die hätten hinfahren können. Da kann ich mit der Kamera rumfliegen, das kann man dann besser zeigen. Ah, hier habe ich es im Spiel angepinkt, genau. Bis da hätten die 6er-Heavys zum Beispiel schon fahren können. Und dann hätte man hier links, also guck mal, wie viel Zeit da vergeht. Und warum ich das jetzt sage, es geht in dem Spiel oft manchmal auch um Sekunden. Wenn ihr da unten zu viel Zeit verstreichen lasst, dann verreckt euer Team. Und guckt jetzt mal, wie schnell das Team stirbt. Es sind jetzt schon 3 Panzer draußen. Und das war von mir natürlich hervorragend gefahren. Und die Jungs, die in der Schlachtergasse richtig gefahren sind von uns, waren leider ja nicht die Top-Tier-Heavys, sondern ein 7er, ein IS und ich weiß gar nicht noch, wer der andere war. Die werden da gnadenlos abgefrühstückt, ja, weil denen stehen dann irgendwie, keine Ahnung, 5, 6, 7 Panzer entgegen und die Jungs waren da, glaube ich, nur zu zweit unten. Und das ist halt das Problem. Da sind immer noch 2 Heavys, die auf der JK-Linie stehen. Auf wen wollen die schießen? Und wie gesagt, ich habe das am Anfang auch falsch gemacht, aber da kann kein Gegner sein. Der Light ist auf der, also ich bin ja jetzt hier der Light, ich bin ja schon bei F. Hier links kann nicht sein. Es kann hier nicht sein. Es gibt keinen Grund, hier unten zu stehen. Und so, das ist der Grund, warum dann so Spiele dann auch so krass verloren werden. Weil hier sind im Moment 1, 2, 3, 4, 5 Panzer mehr oder weniger out of game. 5 Panzer probieren jetzt diesen einen Tiger zu beschießen und das restliche Team von uns wurde unten in der Schlachtergasse abgerauscht. Jetzt sind die Hälfte der Panzer mehr oder weniger weg. Es steht 8 zu 15 und das Ding ist durch. Das Spiel ist verloren. Gut. Das war es jetzt hier in dem Teil. Ich mache jetzt hier im Anschluss nochmal die Fehleranalyse. Auch keine so ultra lange wie beim letzten Mal, irgendwie über eine Stunde. Aber halt so eine Mini-Fehleranalyse. Wer Bock hat, bleibt einfach dran. Das schneide ich jetzt hier gerade dahinter. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ciao, ciao. Jo, und für die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, dann die Mini-Fehleranalyse, aber auch nicht ultra ausführlich, also keine Stunde wieder, keine Angst, ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein, sondern halt eben nur das, was grundlegend falsch gelaufen ist. Folgende Situation, also ihr seht, wir haben hier 2 Top-Tier-Heavies, den Somua und den Patriot, und den ihr Job wäre definitiv folgender gewesen. Die hätten hier runter in die Schlachtergasse fahren müssen. Kann ich da nicht ein bisschen schneller fliegen? Nee. Die hätten hier runter in die Schlachtergasse fahren müssen und im Endeffekt hier, genau, erstmal hier an den Spot. Hier bleibt man stehen, piekt dann und schießt, piekt, schießt, piekt, schießt. Der andere,
der andere kann auch hier so an die Kante fahren, hier vorne, ja, und dann so sidescrapen ein bisschen und dann schießen und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall alles richtig gewesen. Wenn man einen schnellen Heavy hat und allerdings nur in der Kombination schneller Heavy und Team und es fahren genügend Leute mit, dann kann man auch weiter vorfahren bis hier an die Kante. Der Vorteil an der Kante ist, hier seid ihr eigentlich Atti safe, weil die Atti steht da hinten in der Base. Und an der Kante hier vorne, die ich euch auch gesagt habe, wo ihr, hier seid ihr eigentlich nicht Arti safe, je nachdem, wo die Arti steht. Aber wenn sie clever ist, verlegt sie sich so, dass sie genau hier reinhalten kann. Aber das muss man halt leider auch mal in Kauf nehmen, wenn man Heavy fährt, dass einem auf Deutsch gesagt was auf den Kopf scheißt. Das ist ja das in dem Spiel. Aber zum Glück, das hat Wargaming ja sehr gut gemacht, ist nur noch eine Arti pro Spiel erlaubt. Und, oder pro Team besser gesagt. Und das finde ich auch eine sehr gute Entscheidung. So, also, hier könnte man theoretisch hinfahren mit dem Schnellen, aber nicht alleine, auf keinen Fall alleine, da braucht ihr Support. Warum? Ihr seht es, da gibt es einen Aufgang, und was halt gerne auch mal Lights machen oder schnelle Mediums, die fahren dann hier hin, und wenn ihr dann da vorne alleine steht, oder auch hier oben, ja, die können euch halt brutal in die Seite ballern, und dann seid ihr halt ruckzuck raus. Gerade wenn hier ein Autoloader hinfährt, was weiß ich, eine Badget oder irgend sowas, das ist jetzt ein Achter, Badget Light, und dann ist hier auch nochmal ein Aufgang oder ein Abgang, je nachdem. Und von hier kann man auch nochmal beschossen werden. Also von daher, ich würde nicht als ersten Move in den ersten Sekunden bis dahin fahren. Wenn dann nur, wenn ihr mindestens mal zu zweit oder eher zu dritt seid. Aber besser ist es eigentlich, wenn ihr hier hinten erstmal stehen bleibt mit euren Top-Tier-Heavies. Wer jetzt Top-Tier oder generell wer Heavy fährt, der sollte auch Bock auf dieses Gameplay haben. Sich Schutz suchen, pieken, sidescrapen, schießen, Unterwanne wieder verstecken und so weiter und so fort. Zu dem Thema, also generell Panzerung und auch die ganzen verschiedenen Munitionstypen, da habe ich auch vor kurzem ein Video gemacht mit unserem Clan-Chef, mit dem Koni. Der hat es sehr, sehr gut erklärt und wen es interessiert, der kann sich das auch gerne nochmal anschauen. Müsst ihr einfach mal bei mir bei Tipps und Tricks gucken. Munitionsarten nennt sich das, glaube ich, und Panzerung. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber um den Satz zu Ende zu bringen, also wer seine Panzerklasse auswählt, dem sollte auch sein Job in dem jeweiligen Gefecht dann klar sein. Wenn ihr ein Heavy habt, dann müsst ihr vorne an die Front fahren, weil sonst, ja, wie soll ich sagen, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass euer Team das Spiel verliert. Das wäre genauso, ihr fahrt light und bleibt nur hinten in der Base stehen und versucht zu snipern. Wenn das euer Spielstil ist, dann nehmt einen TD, bitte auch nicht unbedingt in der Base stehen bleiben, aber dann bleibt halt hinter dem Spielgeschehen stehen. Wenn ihr light fahrt, müsst ihr spotten. Ihr müsst Licht machen für euer Team. Und wenn ihr heavy fahrt, müsst ihr vorne an die Front. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann fahrt bitte kein Heavy. So, und wenn ihr in einem Gefecht seid, wo ihr top die Heavy seid, dann muss man vorne an die Front fahren. Natürlich muss man auch wissen, wo ist die Front, wo fahren die Heavys immer hin. Ja, das kann man sich anschauen. Am besten, wenn man, ich meine, es gibt jetzt auch nicht zu jeder Map vielleicht das passende Video. Aber wenn man nicht so richtig weiß, wo kann man denn hinfahren, dann kann ich euch einen Tipp geben. Generell, egal welchen Panzer ihr fahrt, wenn ihr mit einer Runde fertig seid und euer Team hat verloren, dann guckt immer mal ins Gegnerteam. Gut, das ist jetzt, hier seht ihr jetzt das Ergebnis nicht. Dann guckt nach dem Spiel immer im Gegnerteam und angenommen, ihr habt ein Heavy gehabt. Wenn im Gegnerteam ein Heavy war, der richtig viel Schaden gemacht hat, dann guckt euch das Replay an und schaut, was der gemacht hat. Sehr wahrscheinlich hat er es richtig gemacht. Also es gibt natürlich auch manche, die stehen dann mit dem Heavy irgendwo, wo sie eigentlich nicht stehen sollten und farmen sich die Seele aus dem Leib. Ja. Die haben dann zwar den meisten Schaden gemacht, aber haben es eigentlich nicht richtig gespielt. Ja. Also von daher, aber in der Regel sollte man das dann sehen und guckt euch, macht es einfach immer und in der Regel werdet ihr dann feststellen, dass da die guten Spieler fahren eigentlich oft an die gleichen Positionen. Ja. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Dann würde ich sagen, ja, ich überlege gerade, war es das eigentlich schon?
Weil das andere habe ich ja eigentlich auch schon im Spiel gesagt. Wir müssen uns das... Ach nee, genau, genau. Ich wollte euch die Witchlines nochmal zeigen, genau. Also, ich lasse das Spiel mal ablaufen. Ich mache es aber mal hier ein bisschen schneller. So, also, erster Fehler, ne, die Heavies fahren hier aufs freie Feld. Das hätten definitiv... Also, sagen wir mal so, wenn ich jetzt hier der Traugen gewesen wäre... Gut, der sucht sich da hinten das freie Feld aus, aber, ja, Fehler. Meiner Meinung nach zumindest ein Fehler. Der Draugen kann auch spotten und hat einen guten Tarnwert, keine Frage. Aber er weiß ja jetzt in der Situation noch nicht, wo der Gegner hinfährt. Ja. Wenn ich aber sehe, meine beiden Lights sind links auf der Flanke und machen für mich Licht, das Gegnerteam hätte ja auch, was auch oft passiert, die hätten ja auch hier mit, keine Ahnung, 5-6 Panzern hinfahren können. Dann bleibe ich mit dem Draugen hinter den Lights, gucke auf meinen Zielkreis, also auf meinen Kreis, der meinen Tarnwert halt eben zeigt, diese gestrichelte Linie. Das andere, die äußere ist ja der Sichtkreis, die gestrichelte ist der Tarnwert sozusagen. Wohlgemerkt, immer aufpassen, beim Schießen poppt es auf. Aber dann bleibe ich hinter den Lights, weil, ey, geil, ich habe hier zwei Lights, die machen hier Licht. Also, der Draugen hätte sich hier hinsetzen können, weil der hat einen super Tarnwert, der kann hier schießen. Ja, und von hier kann der Draugen super geil arbeiten, ja. Oder halt eben hier die Kante ist auch saustark, da stehe ich auch immer sehr gerne, weil die meisten Gegner haben da oben diese komischen, den Palmhain da eh im Visier, weil da gerne mal Leute stehen. Vor allem auch gerne mal Spieler, die nicht so ganz so gut sind, ja, weil sie denken, oh, das sieht vielleicht auch schön aus irgendwie, keine Ahnung. Von daher hätte ich mich jetzt mit dem Draugen hier an die Kante gestellt. Oder auch hier an diese Kante, wobei die andere ist besser, weil die ist noch ein bisschen höher, wo man auch hinfahren kann, ist aber dann schon wieder ein bisschen näher am Feind. Das heißt, man läuft eher Gefahr, beim Schießen aufzugehen, wäre dann eben hier. Meine favorisierte Kante wäre dann eben der Hügel, den ich gerade gezeigt habe. Okay, so. Okay, so viel zum Draugen. Was auch noch falsch war, meiner Meinung nach, ist hier der Typ 59. Der hätte eigentlich das Gleiche machen können, oder ich hätte an seiner Stelle das getan. Und die Heavies haben hier auf dem freien Feld meiner Meinung nach nichts verloren. Die Top, die Heavies haben auf gar keinen Fall was hier verloren. Also ich glaube, da sind wir auch alle, sind wir uns auch alle einig. Also alle, die ein bisschen Erfahrung in dem Spiel haben. Gut, lassen wir es nochmal ablaufen. Und jetzt zeige ich euch wegen dem Thema Vorrücken, was das eigentliche Thema hier ist. Also ich ziehe hier meine Kreise, der Leiter hinten, und das war das, was ich gemeint habe. Ja, jetzt ist schon klar, ihr seht es jetzt ja auch hier in der Vogelperspektive, es kann da links also keiner sein. Also das, was ich vorhin gesagt habe, seht ihr auch hier nochmal. Es ist da auch tatsächlich keiner, weil der Leit hätte alle aufgemacht. Ja. Ihr seht, das Team vom Gegner... Jetzt mache ich nochmal Stopp. Das Team vom hier unten ist nichts. Also wie ich es eben schon gesagt habe, hier ist nichts. Und die Jungs hier, die sind in dem Moment, jetzt in dem Moment, alle out of game. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Panzer, die keinen Schaden machen können. Und die hätten hier definitiv hinfahren müssen, weil hier war der Gegner, hier gab es Schaden zu machen. Und deswegen sind die hier so gnadenlos durchgedrückt und haben die beiden leider auf verlorenem Posten stehenden Heavies gerade niedergerollt. Und Randnotiz, der Leit hat in der Schlachtergasse auch nichts verloren. Nur mal so als Randnotiz. Ja, die Mediums hier auf der Flanke, das kann man auch machen. Aber würde ich halt eben dann nur machen, wenn hier ein Leit vorne rumjodelt und macht Licht. Ja? Und da aber beide Leits auf der Flanke waren, zumindest eben noch, bis der eine sich entschieden hat, hier in die Schlachtergasse zu wasten, wäre ich halt mit meinem Medium hinter dem Leit geblieben. Okay. Und wie hätten sie jetzt aufrücken können? Ich lasse es mal wieder laufen. So. Ne? Die stehen viel zu lange hier unten. Die hätten jetzt, ich fliege mal schneller, viel schneller hier, das ist das, was ich im Spiel, was ich jetzt hier euch besser zeigen kann. Hier hätten sie hinfahren können und hier gucken. Aber hier war ja, wie gesagt, nichts. Ja? Ich fahre ja auch schon hier hin. Ich habe... Bin ich doch, oder? Ja, genau. Ich habe hier eben auch schon mal eine Runden gedreht. Das heißt, es kann hier nichts sein. Die hätten hier schon direkt drüber fahren können. Im Endeffekt hätten sie eigentlich auch schon hier so reinholzen können. Oder halt
nochmal auf Nummer sicher, hier an die Kante, ja, an die Kante und dann von hier den Tiger beschießen und dann da unten reinjodeln. Aber wenn diese fünf alle zusammengefahren wären, hätten die sich auch um den Tiger hier keine Gedanken machen müssen, weil die hätten ihn jetzt zu fünf easy rausbekommen und wären dann dem Gegner, der eben noch hier hinten stand, wenn sie schneller gewesen wären, hätten sie hier von hinten draufholzen können und dann, ja, wäre das ein anderes Spiel gewesen. So, das war sie, die Vase. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant, informativ. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund und munter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann irgendwann. Tschüss.